Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. SummerSlam liegt hinter uns, Bash in Berlin liegt vor uns. Es ist wieder einiges passiert. Trotzdem haben Chris und ich überlegt, eigentlich hätten wir diese Ausgabe theoretisch auch lassen können, denn wir haben im Vorfeld des SummerSlams sehr viel philosophiert und diskutiert und wir haben unmittelbar nach dem SummerSlam ja auch die Review rausgehauen, sodass eigentlich alles gesagt zu sein scheint, aber WWE hat natürlich unmittelbar nach dem Event am Montag drauf wieder eine Raw-Ausgabe rausgehauen. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Was die News abseits des Geschehens angeht, ist auch eine, ja, ist es eine Bombe? Ist es eher ein Piepmenscher? Ist es ein Knallbonbon? Oder ist es vielleicht nicht mal nur ein Bonbon? Es geht um Becky Lynch und ob sie ihre Karriere jetzt beendet, ob sie weitermacht, der Vertrag ist ausgelaufen, kokettiert sie nur, pokert sie nur oder sagt sie, Mai, ich habe alles erreicht, eigentlich langt es das jetzt? Mein Ehemann hat mir eh schon sämtliche Klamotten geklaut, deswegen kann ich eigentlich jetzt auch zu Hause bleiben und oder mich komplett anders definieren. Das sind also die Themen der heutigen Ausgabe, Raw, Fallout und Becky Lynch. Das sollte doch reichen, um eine entspannte Ausgabe voll zu bekommen und deswegen freue ich mich, sie wieder einmal machen zu dürfen und heiße herzlich willkommen aus München, den Christian, unseren Chris. Wunderschönen guten Tag. Ja, also bei mir brüht sich ein Unwetter zusammen. Also ich höre schon den Donner. Deswegen hoffe ich mal, dass da uns nichts dazwischen kommt, technisch. Aber ich bleibe mal optimistisch. Muss sagen, tatsächlich nicht so viel passiert. Aber ich, so wie ich uns kenne, werden wir da sicherlich irgendwo in eine Diskussion kommen. Und tatsächlich freue ich mich auch ein bisschen über unser, ich gehe mal davon aus, erstes Thema zu sprechen mit Becky. Da war ja auch ein langes Thema, als sie noch, ich sag's mal so in Anführungszeichen, aktiv war. Deswegen, ich freue mich drauf und bin gespannt, wie du so auch Raw empfunden hast. Es gab ja das White Six Debüt. Also sind das ja durchaus interessante Themen, über die man sicherlich schnacken kann. Das glaube ich auch. Und du hast es schon gesagt, unser Opener ist etwas, was nichts mit der aktuellen Raw-Ausgabe zu tun hat, sondern ja, die Aktivitäten drumherum oder die Aktivitäten, die nichts mit Raw zu tun haben, aber anlässlich oder im Fahrwasser, so könnte man es vielleicht sagen, dieser Ausgabe stattgefunden haben, nämlich die Gerüchte über Becky Lynch Karriereende. Das ploppte jetzt die letzten Tage so auf. Wir haben ja auch schon im Vorfeld drüber gesprochen. Ja, der Vertrag von Becky Lynch läuft aus. Bisher gab es keine konkreten Gespräche. Weder WWE ist auf Becky zugegangen, noch ist Becky auf WWE zugegangen. Und wir dachten, naja, mal gucken, das wird sich schon ergeben. Dafür ist Becky eigentlich ein viel zu großer Draw, was Mainstream Push-Effekte angeht, nee, Pull-Effekte muss man ja sagen, ja, sie pullt, sie zieht viel Generation und ist, sie zieht viel Generation, gutes Wort, also sie zieht viele Fanreaktionen, man könnte auch sagen, sie generiert viele Fanreaktionen, sie ist beliebt, sie ist eine Marke, spätestens seit The Man, auch seit Big Time Bags oder Becky Two Belts, da gibt es also genug Sachen oder Bezeichnungen, die mit ihr in Verbindung gebracht werden, beziehungsweise die sie selbst erst kreiert hat. Das können nicht viele von sich behaupten. Und nun ist es trotzdem passiert. Der Vertrag ist ausgelaufen und Stand jetzt ist es wohl tatsächlich so, dass beide Seiten, sowohl Becky als auch WWE, nicht vorhaben, aktuell auf die andere Seite zuzugehen. Da stellt sich doch die Frage, Chris, ist das jetzt alles nur Geschacher oder ist es wirklich der Schritt von Becky ins Privatleben? Was meinst du? Ich persönlich glaube schon, dass sie zurückkommen wird und ich glaube auch, dass es WWE sein wird, wo sie zurückkehren wird. Dieser ominöse Post auf Twitter oder X, was auch immer die Leute gerne haben, hat natürlich sowas angedeutet, aber ich glaube eher, dass sie sich ein bisschen vom Gimmick verabschiedet als von ihrer Karriere. Ich denke, ich kenne Becky nicht, aber so wie man sie einschätzt oder einschätzen könnte,
wenn man etwas mehr sich auseinandergesetzt hat, auch mit WWE und mit ihr selbst, dann glaube ich, schlägt ihr Herz schon für das Business, für Wrestling. Und ich denke aber, wir können auf jeden Fall mit einer sehr langen Pause rechnen. Das wird sicherlich nicht eine Seth Rollins Pause werden. Das wird, glaube ich, sicherlich, also ich gehe mal sicher mal von einem Jahr aus. Und sie hat viel hinter sich. Und wenn man sich das mal so vor Augen führt, der Aufstieg von NXT, wo sie ja, glaube ich, ein ziemlich dämliches Gimmick bekommen hat als irische Step-Dancing-Queen. Und relativ bald hat man dann gemerkt, dass in ihr sehr viel steckt. Und ja, ob das jetzt Glück war oder nicht, ob sie es auch ohne einer gebrochenen Nase geschafft hätte, sei dahingestellt. Aber sie hat sich auf jeden Fall an die Spitze der WWE durchgekämpft mit dem Main Event bei Mania 35, wo ihr ja auch live dabei wart. Und ja, sie hat die WWE tatsächlich getragen eine Zeit lang. Also ich glaube, sie ist mit dem Big Four wahrscheinlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir Frauen-Main Events bekommen in ja unregelmäßigen Abständen. Ich glaube, das ist im Moment auch so ein Thema. Aber man wird sich nicht mehr die Augen reiben. Und das auch auf jeden Fall durch sie und durch viele andere. Und wir haben auch uns gefragt, ja gut, der Man-Gimmick, also ich erinnere mich, dass du dich relativ also früh oder schneller als ich von diesem Gimmick gelangweilt gefühlt hast. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis auch bei mir irgendwie dann so die Langeweile reinkam. Und wir haben überlegt, ja, ist das jetzt irgendwie durchgespielt? Kann man sich da neu erfinden? Und dann kam eben Big Time Bags und ich fand das eine großartige Regentschaft, inklusive ja, für mich immer noch eines der großartigsten Matches gegen Bianca Belair. Auch großartige Matches natürlich gegen Charlotte. Und ich glaube, sie ist jetzt dann noch einmal zurückgekehrt aus Gefallen. Hat man so mitbekommen, sie wollte die Pause, glaube ich, schon früher. Musste aber einspringen. Ich vergesse jetzt, warum. Ich glaube, vielleicht durch Charlotte-Verletzung, Rousey, die sie nicht verlängert hat oder nicht verlängern wollte. Also ich denke mal, Mangel an Superstars. Und ja, jetzt kümmert sie sich wohl um ja, sich selbst und ihre Tochter. Hat auch ein Buch rausgebracht, soll angeblich sehr gut sein. Und alles kulminiert jetzt auch, glaube ich, mit einer Biografie. Also war wohl ein perfekter Zeitpunkt, um vielleicht auch dieses Kapitel The Man, das wohl auch maßgeblich für ihre Karriere verantwortlich ist, zu beenden. Wenn ich mich festlegen würde, natürlich kann ich es nicht 100% sagen, sie ist 37, also da ist auch Luft nach oben, selbst mit einer Ein-Jahrespause oder vielleicht sogar zwei. Vielleicht kriegt sie auch einen ja, angepassten Kalender, ähnlich wie Roman Reigns. Alles möglich, aber es würde mich stark überraschen, wenn wir Becky Lynch nicht nochmal bei WWE sehen. Ich bin auch relativ überzeugt davon, dass sie zurückkehren wird. Und dann bin ich gespannt, was sie in ihrer vielleicht auch letzten großen Instanz uns liefern kann. Also ich denke mal, The Man ist zu Recht, glaube ich, jetzt beendet und ich bin und bleib gespannt, was sie uns liefern kann. Vielleicht noch abschließend oder auch einen Ball, den ich dir hinwerfen wollen würde. Becky ist ja tatsächlich ein wirklich großer Star geworden, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Sie ist für mich ein absoluter WWE-Star. Aber sie ist für mich nicht Sasha Banks Star-mäßig. Irgendwie komme ich bei mir so nicht auf den gleichen Nenner. Also für mich ist Sasha Banks einfach mehr Mainstream und Becky ist für mich mehr WWE-Stream. Ich weiß nicht, ob man weiß, was ich sagen will damit. Also sie hat, glaube ich, wirklich viel herausgeholt, sehr viel. Vielleicht sogar mehr, als möglich war und das respektiere ich sehr. Ja, ich bin, ich ringe so mit mir nach den Worten gerade. Also wenn ich jetzt mal den Vergleich erstmal aufnehmen sollte zwischen Becky Lynch und Sasha Banks. Du hast gesagt, Becky Lynch eher Mainstream-Star und Sasha Banks eher Mainstream-Star und Becky Lynch eher WWE-Star. Ich würde es ein kleines bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, Sasha Banks Star, ohne es jetzt irgendwie auf Mainstream WWE oder so zu beziehen. Und Becky Lynch eher Workhorse. Also Becky Lynch ist für mich das wirklich
das Paradebeispiel, der Prototyp mit Lotte und Bailey auch, was wirklich Wrestlerinnen angeht, die dafür stehen, was in Amerika aus dem Women's Wrestling geworden ist in den letzten Jahren. Das ist noch gar nicht so lange her, dass wir da Diva-Gebitsche hatten. Das hatten wir noch 2014. Also auch Paige und AJ Lee, die ja schon wrestlerisch auf einer anderen Ebene waren, die waren da noch in der Divas-Ecke verankert. Und ich glaube, Paige hat damals auch die Divas Championship noch gewonnen. Das hieß damals noch so, glaube ich, von AJ Lee. Ja, korrekt. Und das heißt, das hat sich erst geändert, komischerweise tatsächlich ein Stück weit durch diese Inszenierung von Stephanie McMahon, aber man muss sagen, auch dadurch nicht. Sie hat zwar mit Lotte und mit Charlotte, hat sie ja die ganzen, auch Sasha Banks, hat sie ja die ganzen Stars hochgezogen, letzten Endes, aber das war ja, also das Ganze stank ja von Anfang an, also als Inszenierung, die von Steph jetzt herbeigeführt wurde. Und man musste sich tatsächlich auch von diesem Steph-Introducing, will ich es mal nennen, auch erstmal emanzipieren. Das kam ja auch nicht so, dass Steph sagte, ich gebe euch die drei Mädels, alles ist toll. Hat auch ein bisschen gedauert. Ja, die haben zuerst da in Dreierteams so ein bisschen gefädet, so Pseudo-Stables, Team Bad und wie die da alle hießen. Und das wollte alles nicht so richtig funzen. Und erst in der Folgezeit kam es ja, also Becky hat ja auch lange gedauert, also es hat 3-4 Jahre gedauert, bis sie ja auf diesem Level dann auch, was die Wahrnehmung der Fans anging, performt hat. Sie war ja vorher random, ja, sie hat glaube ich auch vorher schon mal einen Titel gewonnen, aber es hat keinen interessiert. Ja. Das war alles irgendwie, und sie hat mich auch gelangweilt, wie sie da mit ihrer komischen Schweißerbrille rausgekommen ist und die dann abgenommen hat und so irgendwie sollte sie wohl, ich weiß nicht, was sie darstellen sollte, so das Element des Feuers repräsentieren, what the fuck, ich hab's nicht verstanden. Das hat mich auch nicht interessiert. Es war ein langweiliges Babyface-Gimmick, das Becks über lange Zeit hatte. Und das ging tatsächlich, wenn ich es jetzt zeitlich fixieren wollte, hat es wirklich ein bisschen gedauert, von einigen Rausreißern abgesehen, bis 2018 diese Mega-Match-Serie zwischen Becky und Lotte, wo teilweise auch Asuka mit drin war, losging. Und auch wenn es vorher schon richtig gute Matches gab, war das für mich irgendwie die Stunde Null. Wir hatten ja vorher auch Bailey, die noch nie einen Jungen geküsst hat. Wir hatten, wie gesagt, Becky, die random war. Wir hatten Lotte, die viel gewonnen hat, teilweise auch echt gute Matches rausgebracht hat, aber sie waren einfach in diesem Sumpf drin und es hat an diesem Klickeffekt gefehlt. Und dieser Klickeffekt, der kam für mich mit dieser Match-Serie Becky und Lotte und Asuka war auch drin, beim Evolution Pay-Per-View, ich meine, der war 2018, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob 18 oder 19, ich meine 18, Herbst 18, wenn ich mich recht erinnere. Und ab da ging es los. Und deswegen assoziiere ich tatsächlich Becky Lynch eher so als so ein Wrestling-Workhorse, die mit Bailey, die mit Lotte, natürlich auch mit Sasha Banks, die dafür gesorgt hat, sind ja auch die Horsewomen, die ich gerade aufgezählt habe tatsächlich, ohne dass ich drüber nachgedacht habe, die dafür gesorgt haben, insbesondere Becky dafür gesorgt hat, dass das Wrestling bei den Mädels tatsächlich auch in Amerika endlich diesen Quantensprung erlebt hat, dass es als entsprechendes Wrestling auch dargestellt wurde. Und Sasha Banks ist natürlich immer ein Star gewesen, der auch im Mainstream-Bereich so die Massen touchen kann. Und Becky hat es eben mit The Man und Big Time Bags auch ein Stück weit geschafft, aber das waren für mich immer Wrestling-Gimmicks. Also Becky ist immer ein Wrestling-Star geblieben, finde ich, während Sasha Banks auch ein bisschen den Mainstream, wie gesagt, angreifen konnte oder zumindest ein bisschen auch verfangen ist. Ich glaube, sie hat da auch bei dieser Star-Wars-Serie da auf dem Disney-Channel mitgemacht. Wie heißt die? Mandalorian? What the fuck? Ja, Mandalorian, ja. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass das, ein bisschen anders als zu sagen, dass Sasha Banks Star ist, Mainstream-Star, aber eher tatsächlich WWE-Star, weil das einfach von der Inszenierung mega zu WWE passt. Bei AEW ist das so eine Sache, finde ich. Ich gucke es auch zu selten, als dass ich da wirklich jetzt sprechfähig sein könnte. Aber es wirkte auf mich so, dass sie da zuerst, ich will nicht sagen, wie ein Fremdkörper wirkte, aber dass ich erstmal finden musste. Mittlerweile läuft das da
besser, soweit ich das wahrnehmen kann. Hatte ja auch jetzt starke Matches gehabt zuletzt. Aber komischerweise würde ich tatsächlich, wenn ich die Frage beantworten müsste, wer passt eher zu AEW, Becky oder Banks, würde ich sofort Becky sagen. Weil Becky eben eher für das steht, was AEW eben auch verkörpert, eben Pure Wrestling. Storylines ist immer so eine Sache manchmal bei AEW. Aber das Wrestling-Produkt, das steht da ja an allererster Stelle. Und das ist ja auch wirklich konservativ, oldschool, auch mit New Japan-Einflüssen und so weiter. Das ist eben was für wrestlerische Feinschmecker. Und da sehe ich Becky tatsächlich eher als, deswegen meinte ich vorhin, Wrestling-Workhorse. Und Sasha Banks, obwohl die wrestlerisch auch mega ist, ja, passt tatsächlich, was Inszenierung angeht, für mich vielleicht eher zu WWE. Das soll jetzt nichts heißen, dass Becky bei WWE deplatziert wäre. Im Gegenteil. Insofern bin ich dann wieder bei dir. Es klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber vielleicht kann man nachvollziehen, was ich meine. Auch wenn Sasha Banks für mich mehr der WWE-Star ist und Becky eher das Wrestling-Workhorse ist, ist Becky trotzdem totaler WWE-Guy, weil sie eben bei WWE groß geworden ist. Also WWE hat ihr viel gegeben, sie hat WWE auch viel zurückgegeben und deswegen matcht das einfach. Ja, also genau wie Rollins ein WWE-Guy ist, ist Becky auch ein WWE-Guy, weil eben die wichtigsten Stationen ihrer Karriere und auch eine Zeit ihrer Karriere bei WWE eben stattgefunden hat. Und deswegen sehe ich die Sache so, wie ich sehe. Ich hoffe, man konnte mir einigermaßen folgen mit dem, was ich gerade gesagt habe. Und damit komme ich jetzt zur Frage, Becky Karriereende oder nicht? Und ich antworte darauf, das, was ich immer sage, beim Wrestling hast du niemals ein definitives Karriereende. Es ist einfach so. Es gibt ein letztes Match und es gibt ein letztes Match. Und Ric Flair hat gezeigt, dass man auch mit über 70 noch letzte Matches haben kann und auch wie das dann eben aussieht mit solchen Matches. Und das ist ja nur auch, wie gesagt, also wenn man sagt, Ric Flair hätte im Ring auch sterben können, das ist nicht so weit hergeholt, das wisst ihr ja auch alle, bei diesem einen Back Suplex, den er genommen hat, da war er wohl kurz vor der Ohnmacht oder er war auch kurzfristig ohnmächtig und das kann dann auch in dem Alter mal dazu führen, dass man gar nicht mehr aufwacht, also Glück gehabt. Was ich damit sagen will, Becky Lynch ist 37, wenn sie jetzt sagen sollte, ich erkläre mein Karriereende, dann kaufe ich ihr das genauso ab, wie ich es ihr nicht abkaufe. Denn natürlich gibt es jetzt vielleicht wichtigere Sachen im Familienbereich. Kann man sagen, okay, jetzt will ich dann doch mal ein bisschen mich auf die Familie konzentrieren oder auch Familie und andere Endeavors, wie man so schön sagt, also andere berufliche Ziele. Das muss ja nicht ausschließen, dass man in 2 Jahren oder so hinbekommt. Ja, das haben wir mit Trish Stratus ja auch gehabt. Die ist Ende 40 gewesen und war mega gut in Shape, natürlich auch entsprechend gut zurechtgemacht, hat einige ja, Graupen-Matches gehabt, aber hat uns dann natürlich auch mega überrascht im Hell in a Cell-Match gegen Becky, oder war es ein Cage-Match, oder ich weiß gar nicht, was es war. Steel Cage. Da hat sie uns dann ja auch mega überrascht. So, und wenn Trish Stratus das mit Ende 40 hinkriegt, habe ich überhaupt keine Bedenken, dass eine Becky Lynch das mit Ende 30, Mitte 40 oder Ende 40 genauso hinbekommt. Und deswegen glaube ich, es kann durchaus sein, dass sie das Karriereende jetzt erklärt. Aber es ist genau, wie Chris es sagt, definitiv dann nicht die letzte Messe gelesen. Ja, also Becky Lynch ist dafür noch viel zu jung. Wobei ich es ehrlich gesagt sau cool fände, wenn sie es wirklich wahr macht. Ja, also wenn sie sagt, pass auf, mir reicht es jetzt auch. So, also ich habe alles erreicht, wichtige Gimmicks gemacht, wobei das The Man-Gimmick natürlich Big-Time-Bags, was die Mainstream-Wahrnehmung überdauern wird. Reicht, was soll ich noch machen? Ich kann noch mal einen Titel gewinnen, ich kann noch ein neues Gimmick machen, aber bin there, done that. Ja, das wird jetzt den Kohl nicht mehr fett machen. Und wenn sie zurückkommt, dann aus 2 Gründen, entweder weil das Geld stimmt oder weil sie einfach noch mal Bock hat. Sie einfach will noch mal in den Ring zurückkehren. Und ja, das wäre das. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es das war. Das ist jetzt kein Poker um einen neuen Vertrag ist, dass sie sagt, danke, das war's jetzt. Aber dass sie ganz sicher trotzdem in irgendeiner Form nochmal zurückkommt. Das glaube ich auch tatsächlich, ja. Ja, Chris, dann haben wir Raw gehabt. Die Ausgabe nach dem SummerSlam wollte ich natürlich gesagt haben. Und ja, Chris, die rote Gefahr ist ja dein Zuständigkeitsbereich. Erzähl uns doch mal ein bisschen was und dann philosophieren wir.
Sehr gerne, ja. Mir kommt es vor, als hätten wir SmackDown schon lange nicht mehr gemacht. Stimmt ja auch. Haben wir auch lange nicht Ja, mehr. es wird ja übermorgen sehr spannend mit Roman Reigns und seiner Rückkehr. Aber bei Monday Night Raw, wie es in unserem Bericht steht, hat eine neue Ära begonnen mit vielen neuen Championship-Trägern und dem Ende des Judgment Day, das ja lange Zeit Raw dominiert hat. Angefangen hat es mit dem neuen World Heavyweight Champion Gunther. Und dieser wurde überraschenderweise von Ludwig Kaiser angekündigt, hat mich positiv überrascht. Später hat er leider gegen Sheamus verloren, unser guter Kaiser. Aber in seiner Manier, die man kennt, hat er dann den neuen Champion angekündigt und Gunther hat sich nochmal vorgeschlagen, gesagt, ja, längster Intercontinental Champion, King of the Ring und jetzt World Heavyweight Champion. Und es wurde auch an der Zeit, dass dieser Gürtel endlich mal einen Titelträger hat, der es auch wert ist und diesen jetzt auf ein neues Niveau anhebt. Und unterbrochen wurde er nicht durch Damian Priest, sondern von Randy Orton. Ziemlich random, ein Mann, der eigentlich bei SmackDown zuständig ist, wo wir eigentlich geglaubt haben, dass es gegen Cody Rhodes geht, kam heraus und hat gesagt, ja, ich beglückwünsche dich, der Gürtel sieht auch sehr gut aus, aber du hast ja eigentlich dieses Match bekommen nur durch einen, ja, shady Sieg gegen mich. Meine Schultern waren ja eigentlich nicht bis drei unten, auch Triple H hat das erwähnt und hat mir damals auch versprochen, dass ich ein Rückmatch bekomme. Tja, die Zeit ist jetzt gekommen, lieber Gunther. Am besten auch noch in deiner Heimat. Stimmt nicht. In Bash in Berlin. Und Gunther hat gesagt, du, kein Problem. Randy, deine Voices, deine Stimmen im Kopf, wir haben dir aber, glaube ich, ein Problem zubereitet, denn sie haben dir gesagt, dass du mich besiegen kannst. Das stimmt nicht. Ich werde dich besiegen und diesen Titel verteidigen mit dieser. Mit diesen Worten hat er die Herausforderung akzeptiert. Die haben sich auch respektabel die Hand geschüttelt. Und auf Mike haben sich dann noch ein paar Worte entgegengeworfen, auch auf Hinblick des RKOs. Sah ganz cool aus. Und ich weiß nicht, ich würde da sehr gern gleich mit dir in eine Diskussion treten oder einfach dich mal fragen. Segment für mich ganz okay, sehr überraschend. Ein Match, das war ganz okay bei King of the Ring. Ich glaube, dass sie mehr können. Und ein Match, das ich glaube ich eher sehen wollen würde als Randy gegen Cody. Und die erste Herausforderung für Gunther ist auch gleich mal ein Brett mit Randy. Überrascht dich das? Gefällt dir das? Oder hättest du dir da jemand anderes lieber gewünscht? Ja, ich habe da lange drüber nachgedacht. Also, ich musste so schmunzeln, als du eben so random gesagt hast. Also, man könnte auch jetzt sagen, random Orton im Moment. Also, immer da, wo ein Gegner gesucht wird, in Anführungszeichen, kommt OP Randy jetzt raus und macht den Job sozusagen. Ja? Also, wie Rollins ja auch sagte: Oh, da wird ein Gegner gebraucht. Ich komme raus und mache das und trete gegen Damian Priest an und so. So ähnlich ist jetzt Orton die Allzweckwaffe. In der Tat, wir haben gesagt, er wird eher gegen Cody gehen. Es ist jetzt, ich finde es ehrlich gesagt gut, dass es nicht passiert im Moment, noch nicht passiert, wenn es überhaupt passiert, weil es ist, wir beklagen ja immer, zumindest wir beide beklagen ja immer, dass Storylines zu abrupt aufgebrochen werden. Und ich finde, wenn du jetzt dich dazu entschieden hast, auch jetzt ja schon ein bisschen länger, dass du Cody mit Randy und mit Kevin Owens zusammen, dann muss man das nicht immer sofort aufbrechen. Ne? Und deswegen finde ich es eigentlich insofern ganz okay, dass Randy jetzt nicht auf Cody geht. Auf die Matches hätte ich überhaupt gar keinen Bock gehabt, tatsächlich. Ob ich es jetzt gut finde, dass er jetzt gegen Gunther geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Damit ist klar, das wussten wir ja aber auch, wir wussten es nicht, aber wir haben es für möglich gehalten oder für recht wahrscheinlich, dass Damian Priest jetzt nicht gegen Gunther mehr geht. Also das Kapitel ist abgeschlossen. Finde ich ehrlich gesagt auch gut. Das war aber ja, wie gesagt, vorher schon mehr oder weniger klar, weil Priest sich ja doch sehr auf Balor konzentriert hat. Auch während des Matches war das schon klar.
Und er war nachher nach dem Match ja auch traurig, dass er verloren hat. Klar, der Titel ist weg, das war blöd, aber natürlich, dass er gescrewt wurde von Balor und so, das war klar, dass da jetzt die nächste Storyline laufen würde. Gibt es ja auch noch ein paar interessante Aspekte noch dazu nachher. So, ich glaube in der Tat, wie du, dass dass Gunther gegen Randy deutlich spannender wird als Cody gegen Randy. Aber kicken tut es mich trotzdem nicht, weil dafür ist es in der Tat zu random. Es ist der falsche Brand. Es wirkt alles so sehr auf Bash in Berlin. Wir müssen die Show stark machen. Wir brauchen da irgendwie Star Power. Ich weiß auch nicht, warum man Orton da genommen hat, weil klar, Orton ist ein Brett. Orton hat eine Legacy. Orton ist well known bis famous. Also er ist definitiv famous. Aber er ist ein Face. Und Gunther wird in Berlin bejubelt werden. Da müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ja, er wird da, klar ist ja auch seine Heimat, ich lache mich tot. Also das war schon wieder mal ein Witz, aber egal. Gut, ich habe damals in der Schule gelernt, Bismarck und so weiter, die Lösung des Deutschen Reiches, Kleindeutsch oder Großdeutsch, mit Österreich oder ohne Österreich. Offensichtlich denkt man bei WWE Großdeutsch und hat die letzten 200 Jahre dann mal oder 150 Jahre dann mal elegant vergessen. So, egal, wem es gefällt, Triple H, der neue Bismarck sozusagen, wir denken Großdeutsch. Wobei ich weiß gar nicht, ob Großdeutsch, nee, das war ja schon, boah, das war ja Paulskirche, das ist ja noch länger her. Okay, ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. So, also die Großdeutsche Lösung, dann ist natürlich tatsächlich Gunthers Heimat, aber es wirkt so one and done. Vielleicht ist es sogar gar nicht so schlecht, dass man ihm mit Randy Orton einen mehr oder weniger Faceworker gibt, dann werden eben beide bejubelt und das kann natürlich auch eine eigene Dynamik annehmen. Ja, wenn du zwei Faces hast, beide bejubelt werden, wird am Ende der Hometown-Bonus den Ausschlag geben. Vielleicht turnt Randy ja auch, weiß der Geier. Also man weiß nicht, was da so richtig passiert. Und auf den ersten Blick wirkt es für mich wirklich random, auf den zweiten immer noch, aber auf den dritten glaube ich zumindest zu erkennen, was WWE damit möchte, und das ist ja auch nachvollziehbar, vielleicht steckt sogar mehr hinter als ein One and Done. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass Randy da eine neue Karriere, Charakterentwicklung durchzieht oder dass da der Grundstein dafür gelegt wird. Glaube ich nicht. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass Randy diesen Stil mit Gunther tatsächlich gehen wird können. Das glaube ich nicht so ganz, weil Randy workt ja nun mal sein Stil. Und ich weiß nicht, ob Randy diesen Stil auf Gunther anpassen kann oder ob er es überhaupt will. Und ich weiß auch nicht, ob Gunthers Stil mit Randys Stil matchen wird. Also Gunther workt ja nun auch nicht immer schnell, aber er workt immer unglaublich stiff. Und da muss Randy eben mitgehen. Das wird eher schwer, wirklich. Also es könnte klappen, ich bin aber zurückhaltend, weil also im Idealfall, wie soll ich sagen, ergänzen sich beide Stile besser, als ich es jetzt erwarte. Und im Worst Case verpufft Gunthers Stiffness gegen Randys Langsamkeit. Das ist so ein Worst Case Szenario, dass Randy Gunthers Stil eben zerstört. Bisher hat das mit allen Gegnern eigentlich sehr gut geklappt, die Gunther hatte, weil sie es sehr geil gesellt haben, weil sie selbst stiff zu work gegangen sind. Auch mit Priest, das war wirklich gut, was Priest da gemacht hat. Und über die Matches mit Sheamus und so müssen wir gar nicht reden. Das waren ja absolute Bretter. Und deswegen, boah, schwierig, ehrlich gesagt. Ich kann es nicht greifen. Wenn ich fragen würde, fühle ich mich damit eher gut oder eher nicht gut, würde ich sagen, ich fühle mich eher nicht gut damit. Da hätte ich gerne was anderes gesehen, tatsächlich. Ich hätte ein Rückmatch mit Priest am liebsten gesehen, ganz ehrlich. Ja, oder du holst wieder Sheamus raus, wobei das haben wir jetzt auch schon oft genug gehabt. Oder Drew ein Singles-Match oder keine Ahnung. Aber gut, Drew ist mit Punk beschäftigt, das wird nicht funktionieren. Aber sogar Punk wäre geil gewesen. Aber da passt das Storytelling natürlich jetzt vorne und hinten nicht. Ich bin auch gespannt, ob Punk gegen Drew nach Berlin gehen werden. Also müssen sie ja eigentlich fast schon. Komm, ich weiß gar nicht. Nee, ich auch nicht. Eigentlich müssen sie es ja aber. Ja, also ich meine, wir werden da bei Raw die Gelegenheit haben, über die drei zu sprechen. Aber je länger ich dir gelauscht habe, desto eher bin ich auch nicht so begeistert gerade davon.
Ich bin ja irgendwo, ich mag Orten irgendwo, keine Ahnung. Es liegt doch daran, dass ich einfach mit ihm irgendwie aufgewachsen bin, weil 2004 habe ich angefangen, da war er schon mal World Champion, aber relativ jung und er ist jetzt noch immer da. Aber sein Stil ist halt, da muss man schon eine Story dahinter haben und das ist halt sehr random. Positiv ist bei Triple H erneut anzumerken, er vergisst nicht. Also es gab diesen Botch, nenne ich ihn mal, bei King of the Ring, wo seine Schulter wirklich nicht bis drei unten war. Man hat es aufgenommen und vielleicht will man das jetzt einfach nur auflösen. Die andere Sache ist, und da hoffe ich eigentlich nicht für das Raw-Roster, dass sie kein Match gefunden haben, das groß genug ist für die erste Show in Deutschland seit Schlag mich tot, wie lang? Hatten wir, glaube ich, mal bei Chris Mania. Von daher, eins von diesen Dingen, also ich hoffe mal nicht, dass Letzteres stimmt, denn dann ist das eine Beerdigung des Rosters, dass du da Ordner von SmackDown zu Raw holst. Aber wenn es einfach die Auflösung einer Story ist, die man irgendwann mal angefangen hat, finde ich es nicht so schlecht. Aber ich glaube, es hätte irgendwie, also ich hätte es Damian Priest auch vergönnt, dann nochmal ein Rückmatch. Du kannst halt wieder Finn Balor eingreifen lassen. Ja, ich weiß, nicht sehr kreativ, aber da kannst du diese Fehde weiterrollen lassen und hier musst du nicht unbedingt Orten herausholen, weil es wirkt für mich super antiklimatisch. Also, ja, mal abwarten. Also, ich bin gespannt auch auf die Reaktion der Fans tatsächlich. Die werden es kaufen, da habe ich gar keine Ahnung. Ja. Gehen wir weiter. Also, ich habe schon Ludwig Kaiser angesprochen, der kam zurück und hat gleich mal verloren gegen Sheamus. Teile ich beim besten Willen nicht. Also, unnötig. Du hättest doch ohne Probleme den Eingriff so machen können, dass Sheamus verliert. Ich verstehe es nicht. Und geh dann mit Kaiser und Sheamus nach Bash in Berlin. Die Leute kaufen es. Es ist so dumm, es ist so blöd und so schade. Aber ja, ich denke, stimmt, du musst Kaiser eigentlich ein Singles machen. Eigentlich musst du. Also, Vor allem, wenn du sagst, Gunthers Heimat ist Berlin, dann kannst du auch Ludwig Kaiser quasi als Hometown Hero inszenieren. Aber WWE der kommt dann bestimmt irgendwie aus Österreich, die Logik oder so. Ja, es ist ja, wie wir jetzt wissen, alles ein großer Klumpen, wenn es nach WWE geht. Wir wissen ja auch, dass Drew McIntyre irgendwie aus Irland ist, Wales, England und was sie halt brauchen. Ach, alles Britain, whatever. Alles Britain, whatever. Ja, wie gesagt, schade für Kaiser, Sheamus, der mit Beat dann auch eine Fehde hat. Random und unnötig. Die andere Storyline-Geschichte haben wir schon ein bisschen besprochen. Damian Priest wurde natürlich betrogen, oder nicht natürlich, sondern wurde betrogen beim letzten Pay-Per-View, beim SummerSlam. Und er wollte natürlich nicht lange warten, hat Finn Balor herausgeholt, also wollte ihn zur Rede stellen. Der kam natürlich nicht, hat dann auf seine Dokumentation angesprochen, hat gesagt, ja, also lange Zeit war der Judgment Day meiner Familie und Balor hat jetzt nicht nur mich des Titels beraubt, sondern eben auch meiner Familie. Balor ist dann zu sehen mit Videobotschaft und er hat gemeint, ja du, also Priest, ich weiß nicht, warum dich das Ganze überrascht. Du hast mich auch damals betrogen um den Titel und ich habe lange gewartet und jetzt habe ich endlich die Chance gewittert und du bist jetzt raus aus dieser Familie und wir sind jetzt irgendwie der neue Judgment Day. Übrigens hat er das Gimmick von Gunther auch aufgenommen, gesagt, ja, du bist nicht nur Street Trash. Dann kam der Weitwinkel und wir sehen Kalito, sehr glücklich, JD McDonough, nicht so glücklich beim Thumbnail, Dominic Mysterio super glücklich und Liv Morgan auch happy mit ihrem Dom. Der neue Judgment Day quasi ohne Damian Priest und Rhea Ripley später. Gab es dann auch ein Match, das nehme ich gleich einfach hinzu, zwischen Damian Priest und JD McDonough hat Priest gewonnen nach Disqualifikation, Finn Balor hat eingegriffen und es gab dann auch zu einem Handgemenge, Liv Morgan war auch da, ist dann weggelaufen, als Rhea Ripley aufgetaucht ist, also man geht da einen storyline-technisch konsequenten Weg, ähnlich wie bei Gunther und Orton überlege ich gerade, ob mir das gefällt. Also ich sehe das Ganze jetzt nicht zum ersten Mal, aber ich tue mir schwer, ja, ich bleibe ehrlich mit mir, ich bin jetzt nicht so überzeugt von diesem neuen Stable. Wenn man sich das Thumbnail ansieht, das ist das Beste, was Kalito, JD und Finn Balor passieren kann, dieses Stable, nämlich, dass es noch einfach am Leben bleibt. Dominik und Liv, die werden
mit und ohne profitieren. Ich habe bei Twitter gelesen, jemand hat einen super Kommentar hinterlassen. Dominik Mysterio hat es geschafft, vom Heel zu einem noch größeren Heel zu turnen. Und irgendwie finde ich das gar nicht so schlecht. Und da wird man wahrscheinlich eine Match-Serie aufbauen, Liv und Rhea. Aber ich glaube, wir hatten bei der Review auch schon sowas angedeutet. Die Geschichte ist ein bisschen auserzählt. Und die Story zwischen Finn und Damien ist zu schwach. Sie catcht mich nicht. Also sie ist für mich nicht mal ein Match in Berlin, in Gunthers Heimat wert. Ja? Das ist für mich eine Monday Night Raw Story, die irgendwann im Main Event kulminiert und Damian Priest gewinnt und haut sich dann wieder auf die World Heavyweight Championship. Kann man das neu aufrollen mit einem gescheiten Booking von Balor? Ich bin super skeptisch. Ich fühle dieses Stable gar nicht in dieser Konstellation. Bin ich grundsätzlich bei dir tatsächlich. Allerdings, wenn man das Storytelling sich anguckt, ist es sogar wirklich folgerichtig. Ne? Also Absolut, absolut. Hunter, du sagst, er vergisst nichts. Man hat hier wieder ein Ereignis aufgenommen, das in der Vergangenheit liegt. Balor ist not amused. Sind die nicht sogar immer noch Tag-Team-Champions oder habe ich da was Balor und verpasst? JD McDonagh. Ja, ne? Sind immer noch Genau, Tag-Team-Champions. genau, Das genau. merkt man gar nicht mehr, so Nee, wie da die überhaupt nicht. Storyline jetzt derzeit läuft. Und sagt auch ein bisschen viel, finde ich. Denn es ist, wie gesagt, es passt, dass Balor hier jetzt auf ein Ereignis in der Vergangenheit Bezug nimmt, dass man jetzt Balor mit Priest in eine Fehde steckt. Aber es lässt vollkommen außen vor, dass Balor und JD McDonagh ja immer noch Tag-Team-Champions sind. Das interessiert keinen. Du packst also die Hälfte des Tag-Team-Championship-Teams in eine Single-Fehde, in der einer der größten Main-Eventer des Raw-Rosters drinsteckt. Also das ist ein Mismatch, was die Konstellation angeht. Es ist Absolut. kein. Und Es, kann ich ja, kurz dazwischen klar, grätschen? Logo. Da merke ich persönlich, dass Triple H noch sehr überfordert ist mit der Tag Team Division. Weil diese Titel, die hat er total vergessen. Weil sonst würde er so eine Fehde nicht planen, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Verstehe. So gesehen ist es ein Mismatch. Es ist natürlich kein Mismatch vom Storytelling. Und ich weiß gar nicht, also ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so blöd. Wir haben ja gesagt, du kannst ja den, was ich, Heavyweight Champion trotzdem in einem Stable lassen. Ja, du musst ja nicht den Heavyweight Champion jetzt nur, weil er Champion werden soll, aus dem Stable rauspacken. Ich meine, Reigns ist ein Paradebeispiel mit der Bloodline. Und bei Bobby Lashley haben wir auch gesagt, meine Güte, soll er eben Heavyweight Champion sein, das Hurt Business kann er ja trotzdem noch haben. Also WWE habe ich immer das Gefühl, wenn man einen Champion haben will, muss er aus dem Stable raus. Und ich finde die Idee eigentlich gar nicht so doof, dass du zwar jetzt einen Tag Team Champion hast und ihn trotzdem in eine Singles-Fehde packst. Also finde ich jetzt vom Gefühl her nicht zwingend blöd. Es fühlt sich blöd an, ne? Klar. Aber ich finde, man kann es machen oder grundsätzlich könnte man es machen. Aber da bin ich dann wieder bei dir. Degenerierst du irgendwo natürlich auch dann die Tag Team League ein Stück weit, ne? Die Tag Division, weil wenn du ein Teil des Tag Team Champions Team in eine Singles Fehde packst, dann ist damit die Tag Team Division lahmgelegt ein Stück weit, weil dann kann er nicht kämpfen als Tag Team und wenn, wirkt es random, weil alle auf die Main-Fehde im Singles-Bereich natürlich gucken. Insofern ist da eine kleine Chance, aber viel, viel zu große Risiken bei diesem Schritt. Mal gucken, was Hunter draus macht. Ein anderes Problem hat diese Fehde aber auch, das hast du auch schon gesagt, Balor ist es nicht. Balor ist nicht der richtige Fehdengegner für Damian Priest. Er ist es in Bezug auf die Vorgeschichte. Klar, müssen wir nicht drüber streiten. Aber er ist es definitiv nicht in Bezug auf sein Standing. Balor ist wirklich, für Balor war der Judgment Day der Rettungsanker, muss man mal ganz deutlich sagen. Und er ist da als der stalkende Creep sozusagen, der Hälfte der Tag Team Champions ist, perfekt aufgehoben. Zu mehr reicht es nicht, hat es im Main-Roster nie gereicht. Und man muss auch mal ganz deutlich sagen, auch bei seinem zweiten NXT-Run hat mir da viel gefehlt bei Finn. Auch trotz dessen er Champion war. So, das ist, hier ist es, was das Standing der beiden angeht, ein totales Mismatch. Was mir gut gefällt, ist, dass man dieses Stable für die Beteiligten am Laufen lässt. Ob Oh Liv ja, oh und ja. Dominik es braucht,
hast du schon gesagt, weiß ich auch nicht, aber sie passen auf jeden Fall ganz gut rein und werden dem Stable was geben. Also wenn die Frage ist, brauchen Dominik und Liv das Stable oder braucht das Stable Liv und Dominik, ist die Antwort klar. Das Stable braucht Liv und Dominik. Das Stable als solches, JD McDonagh, Carlito und Balor, ist die Resterampe, muss man ganz deutlich sagen, die durch Dom und Liv natürlich einen gewissen Glanzloch bekommen, von dem sie zehren. Das rechtfertigt trotzdem nicht eine Einzelfehde von Balor gegen Priest. So, und nun muss man gucken, wie es weitergeht. Für Carlito ist es gut, für JD ist es gut. JD hat sowieso im Schatten der ganzen anderen, finde ich, echt einen sauberen Run hingelegt im Judgment Day-Bereich. Das ist auch vollkommen untergegangen. Der hat seit einem Dreivierteljahr macht er einen richtig guten Job im Windschatten der anderen. Und ich freue mich auch für ihn, dass er jetzt auch Tag-Team-Champion geworden ist. Das geht auch unter, kann auch untergehen. Ich wollte es trotzdem mal erwähnen, weil der Junge einfach einen guten Job macht für mich. Punkt. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ja, also auch was die Outcasts angeht. Ja, Rhea und Priest. Mir ist bange, muss ich ganz deutlich sagen. Ja, ist bange, was den Weg aller belanglosen WWE-Babyfaces angeht. Denn sie haben knallharten Kurs auf diese Zwischenwelt genommen. Ja, also wenn man es so anhört, die Reaktion in Bezug auf Rhea, was das Schultereinrecken angeht, waren mehrheitlich eher durchwachsen, was man da beim SummerSlam gesehen hat. Und mal gucken, wie jetzt ihr Booking weitergeht. Und was Damien angeht, boah, das könnte wirklich zach werden, um mal dieses Wort zu verwenden. ich bin auch, wie gesagt, um Priest tut es mir echt leid, dass das so, also er wurde einfach wirklich sofort aus dem Titelgeschehen rausgenommen, kann natürlich zurückfinden innerhalb dieses Jahres, aber Richtung Mania, glaube ich, sind wir uns, glaube ich, beide einig, ist der Name oder er selbst einfach zu schwach. Wenn man sich ja vorstellt, wer da alles zugange sein wird mit Roman, mit The Rock, mit Cody Rhodes und Orton. Also ist es einfach, glaube ich, zu wenig. Also jetzt müssen wirklich Rhea und Priest müssen jetzt Berge versetzen. Ne? Also ja. In dieser Situation sich rauszuziehen, wird schwer. Also ich befürchte einfach, Rhea und Priest werden jetzt ein bisschen suffern. Sie werden leiden und wenn es nicht untergeht, dann liegt es wirklich an den beiden, dass sie es rausreißen können. Und wenn sie untergehen, dann werden sie das machen, was sie schon mal gemacht haben, sich versuchen, mit beiden Händen am eigenen Schopf aus dem Booking-Sumpf zu ziehen. Ich traue es beiden zu, ne? Aber für sie wird es jetzt echt schwer. Vor allem Rhea, das stinkt alles nach diesem dämlichen Booking nach Mania damals im Performance Center. Exakt. Also mal sehen. Es ist jetzt die Triple H-Ära. Vielleicht gibt es da einen anderen Turn. Wir hören die Musik als nächstes von CM Punk. Die Halle ist schwer begeistert und der Mann kommt heraus, schnappt sich ein Mikrofon und sagt, ihr seht, ich habe gute Laune, auch wenn ich beim SummerSlam verloren habe. Und das liegt daran, dass ich geschafft habe, wie Cena damals, statt 9 Monate, 5 Monate für die Verletzung zu brauchen, beziehungsweise für die Genesung. Und er bleibt am Boden, denn er kann nicht sofort irgendwie alles schaffen, aber er gibt auch nie auf. Und deswegen haben es die Leute hier in Baltimore verdient, weniger CM Punk sprechen zu hören, sondern mehr CM Punk kämpfen zu sehen. Daher, Drew McIntyre, komm heraus, es wird Zeit, sich zu prügeln. Und dann wird es super, super random, finde ich zumindest, bevor das Segment dann einen sehr interessanten Turn nimmt. Seth Rollins kommt heraus. Und da muss man eigentlich abschalten. Da muss man abschalten. Nee, du hast vollkommen recht, denn ich war super genervt, dass Seth Rollins herauskommt hier, weil es macht keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass der herauskommt, hat diesen intensiven Blick drauf, zieht sich langsam die Jacke aus und sagt, ja, endlich, endlich ist die Zeit gekommen, ich kann dich verprügeln, wo ich mir denke, das macht überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, Mann, du bist, CM Punk ist seit Wochen hier,
Er ist seit Wochen da, du kannst machen, was du willst mit ihm. Du hast dich da eingemischt als Special Guest Referee mit einer der schlechtesten für mich Leistungen eines Special Guest Referees. Du hast dich aufgeführt wie ein Hampelmann. Und jetzt kommst du raus und hast einen intensiven Blick und sagst, na endlich kann ich dich verprügeln. Das ist ganz schwach, ganz schwach. Auch Punk hat wahrscheinlich gedacht, hä, kein Problem, prügeln wir. Aber Drew McIntyre kam über das Publikum heraus, sehr amüsiert. Er hat gesagt, ja, also ich bin ja jetzt der Best in the World, ich habe dich ja besiegt. Er unterbricht irgendwie die beiden ständig, bevor die aufeinander losgehen. Und er neckt, ich weiß nicht, ob das Wort stimmt oder hier in dem Zusammenhang richtig genannt werden darf, er neckt Punk mit dieser mit diesem Armband, wo Larry und AJ drauf sind. Ich und glaub, natürlich, das kann man so machen, Chris. Das ja, was. Das passt. Okay, vielen Dank. Und Punk rastet natürlich komplett aus und jagt dann Drew McIntyre und lässt Rollins allein im Ring zurück. Und plötzlich kommt Bronson Reed und er verprügelt Rollins nicht nur. Er verpasst ihm nicht nur einen Tsunami, sondern gleich sechs. Und gebt dem Mann eine Medaille. Also, wenn es jemanden gibt in diesem Roster, der bei mir dringend, dringend aus den Shows geschrieben gehört, ist es Seth Rollins. Und ich lese auch sehr viele Kommentare und ich lese auch immer wieder, ja, Workhorse und schau, wie er verletzt alles durchmacht. Das ist wirklich respektvoll, aber Leute, es ist eigentlich nicht gut, verletzt in den Ring zu steigen. Und deswegen würde ich da auch ein bisschen zurückschrauben. Was ist hier passiert? Rollins hat auch Blut gespuckt nach diesem Tsunamis und angeblich, keine Ahnung, soll aus den Shows geschrieben werden, warum auch immer. Aber jetzt muss für mich dringend was passieren. Also die Fans machen brav mit dem, wow, was mich super nervt. Aber er braucht jetzt für mich endlich einen Gimmick-Change. Also wenn es damals bei Becky zu spät war, zu spät sage ich, soweit war, The Man zu abzuwerfen, wie den Umhang, dann ist es hier sofort, also es muss was passieren. Ob er zurückgeht zu Architect oder sonst irgendwas, aber ich persönlich brauche was ganz anderes, sonst ist das für mich auch ein bisschen Verschwendung. Rollins ist gut im Ring und ich glaube auch, dass er das Business versteht, sonst hätte er nicht so ein Gimmick, denn es funktioniert ja. Aber ich glaube, wir haben alles ausgereizt, was dieses Gimmick hergibt. Er war World Heavyweight Champion, er hat geholfen. Das ist auch super nett, aber es ist zu Ende erzählt. Und ich bin mir nicht sicher, ob es eine Fehde mit Bronson Reed einläutet. Dieser hat dies gemacht, weil er ja sich beschwert hat, kein Match zu haben bei Adam Pearce. Er hat gesagt, ja gut, dann muss ich ja selbst in die Arme nehmen oder in die Hände. Das heißt, man muss nicht zwingend dann eine Fehde aufbauen. Aber für Bronson Reed ist es gut. Er hat einen Top-Guy absolut ins Krankenhaus befördert. Und wir haben schon, glaube ich, bemerkt, dass Triple H irgendwie Reed mag. Aber das könnte vielleicht so ein Schritt sein in eine neue und eine gute Richtung. Das war nämlich, das ist das, wovon ich spreche. Ich brauche bei gewissen Dingen, habe ich bei Solo auch gesagt, etwas anderes. Ob das jetzt irgendwie sechs Finisher sind oder irgendwie Blut, das man bei WWE hin und wieder ins Spiel bringt, ist mir egal, aber es braucht etwas für diese Leute, um sie einfach aufs nächste Niveau zu schießen. Und da hast du jetzt bei Reed auch was geschafft. Unabhängig davon, ob es Rollins ist oder nicht, aber hier hat es umso mehr natürlich Sinn gemacht. Deswegen, um viel Geschwafel bei mir abzukürzen und zusammenzufassen, random, dass er herauskommt, Rollins, sehr gut für Reed. McIntyre bleibt bei mir auf einem guten Level. Punk hat das Armband sehr gern offenbar. Und Rollins, bitte WWE, bitte Triple H, das muss dringend, 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 dringend einen Gimmick-Change geben. Und jetzt mal am besten mit Becky und sich um das Kind kümmern ein Jahr. Dann ist es frisch, dann ist es neu. Und dann kann er nochmal alles geben, was in diesem Körper steckt, das wahrscheinlich schon arg ramponiert ist. Er soll sich ausruhen und dann nochmal reinhauen. Aber ich bin mal froh, wenn es diese Pause gibt für Rollins. Also ich finde das Segment hat mich unglaublich genervt. Also wirklich, ich bin ja wirklich, wenn ich Rollins sehe, kann ich abschalten. Das ist wirklich heftig. Ich muss ihn nur noch sehen mittlerweile, dass ich abschalten kann. Aber lassen wir mal jetzt mal persönliche Animositäten raus. Gucken wir uns mal dieses Booking an. Und genauso random, wie es ist oder scheint und wohl auch ist, so gut finde ich es. Es ist fast schon oldschool, in Anführungszeichen. Da
da kommt ein Nervbolzen raus. Und ob man Rollins Fan ist oder nicht, man muss, wenn man sich das Storytelling jetzt anschaut, sagen, Rollins ist ein Nervbolzen. Er nervt. Er macht auch nur Mist, muss man sagen. Auch hier, ob du Rollins Fan bist oder nicht, du musst anerkennen, dass es aus der Sicht eines objektiven Dritten alles, was er macht, scheiße war, die letzten Male. Ja, dass er sich da als Ref reinpackt und da irgendwie 0815-mäßig alles durchgehen lässt und so. Klar, ist irgendwo verständlich, weil er ja auch mit Punk und Drew eine Vorgeschichte hat, alles okay. Aber wenn du die honore Stellung eines Ringrichters annimmst, dann musst du als klassischer Babyface da auch entsprechend über deinem Ego stehen. So, Rollins ist also ein Wichser nach der Story, die man uns da erzählt. So, nach der Story, ja, ich bitte hier, das so zu verstehen. Es ist keine persönliche Sichtweise, die behalte ich für mich. Ich kann mir auch gar kein Urteil über Rollins bilden. Ich kenne ihn nicht persönlich. So, ist auch nicht der Punkt. So, jetzt kommt also ein Worker raus, der unzufrieden ist, weil er irgendwie nicht berücksichtigt wird. Ja, nachvollziehbar. Und der zerstört Rollins. So, klarer Heel-Move, muss man ja sagen. Und unabhängig davon, dass er sich da mit in mein Herz gebrawlt hat, ist das ja in jeder Hinsicht, finde ich gut, denn Rollins wird jetzt erstmal rausgeschrieben. Ideal. Ja? Er hat in dieser Fehde mit Drew auch nichts zu suchen. Es sei denn, du willst einen Triple Threat machen, was jetzt offenbar nicht ist. Dann verstehe ich beim besten Willen aber nicht, warum man Rollins in diese Schrottsituation mit der Referee-Sache gebucht hat. Absolut, völlig unnötig. Ja? Völlig dumm. Und wenn du irgendwie die Fehde mit Drew und Punk jetzt strecken willst, hättest du dafür nicht Rollins als Special Guest Referee gebraucht. Da gibt es Millionen Mittel und Wege, das anders zu bucken. So, also sagen wir mal, dass dieser Schritt in der Hinsicht einfach vollkommen blöd war. Vielleicht wollte Rollins oder konnte Rollins noch kein ganzes Match machen, er wollte aber auf die SummerSlam-Card. Ey, ja, dann ist es Rollins Ego, das ihn dahin gepackt hat. Wir wissen es einfach nicht. Aber nehmen wir mal Rollins jetzt als Nervbolzen und Reed als Heel. Dann finde ich, kannst du hier wirklich was draus machen aus dieser Geschichte. Du kannst Reed, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Profil geben. Und das gibt ihm jetzt schon Profil. Er hat Rollins zerstört. Wirklich ein der Stars, wenn nicht der Liga, auf jeden Fall des Raw-Brands. So, zerstört. So eine Art Redeem und sich besinnen Comeback starten. Wann auch immer, ob das nächste Woche ist, ob das nächsten Monat ist, ob das nächstes Jahr ist, ist egal. Er kann uns die Geschichte erzählen, ja, war ein bisschen over the top, was ich teilweise gemacht habe. Ja, ich bin jetzt auch wieder grounded, habe die Zeit genutzt, um nachzudenken. Das übliche Geseiere, ich habe viele Fehler gemacht, bla bla bla. Aber ich fokussiere mich jetzt auf meine Stärken und ich muss mir den Weg jetzt wieder hocharbeiten. Und mein Ziel ist Bronson Reed. So, lass ihn von mir aus ein Match gegen Bronson Reed machen. Lass irgendeinen anderen eingreifen, der Rollins dann abfertigt. Reed gewinnt dadurch das Match. Und das ist dann der erste Teil davon, dass Bronson Reed ein Stable vielleicht sogar kriegt. Denn Reed braucht auf Sicht ein Stable, bin ich mir ziemlich sicher. So, und dann kannst du Rollins noch mehr in die ich muss mich wieder hocharbeiten und muss mich Besinnsphäre bringen. Und schon hast du eine Geschichte. Na gut, die kann bei Rollins auch nerven, aber du hast zumindest eine Geschichte, die ihm eher würdig ist als dieser Dreck, den er die letzten Monate bis Jahre da storyline-mäßig machen musste. Und deswegen finde ich, so random das ist, ich finde es gut, ich finde es oldschool, ich finde es für Bronson Reed gut, ich finde es für Rollins gut, weil er raus ist und deswegen finde ich es für mich gut, weil Rollins weg ist. Also ich sehe nur Gewinner bei diesem Move. Ja, also wie gesagt, für Bronson heißt es jetzt weiter darauf aufbauen und ich bin gespannt. Also ich denke mal, Punk und Drew gehen jetzt Richtung Bad Blood. Also ich habe so das Gefühl, die werden bei Bash in Berlin nicht gegeneinander antreten. Außer man macht Rückmatch bei Bash in Berlin, das gewinnt CM Punk und dann gibt es das Grudge-Match bei Bad Blood in einem Hell in a Cell oder so und dann ist die Fehde vorbei. Aber ja, werden wir sehen. Also die Frage ist, was WWE in Bash in Berlin sieht, ne? Ob sie ja, so eine bessere House-Show sehen oder ob sie wirklich so ein, Next-Level-Pay-Per-View sehen, den sie stark machen wollen, um auch ein Zeichen zu setzen, dann musst du Drew und Punk dahin schicken, ne? Also das eigentlich ist, schon.
hängt davon ab, was WWE sieht und was WWE bezwecken will. Wenn es ein One and Done ist, dann gehst du mit Gunther und TV Kaiser und das langt. Ja? Vielleicht schickst du noch Cody hin, der da irgendwie random was macht. Ja, aber da musst du nicht das ganze Brett auffahren. Wenn du aber ein Zeichen setzen willst, kommst du an Punk und Drew nicht vorbei. Und mein Gefühl sagt, dass sie, also 50-50, ne? Aber ja, 50-50, eher, ja. Eher würde ich fast glauben, dass Punk und Drew in Berlin sein werden. Mal gucken. Ja, ich bin auch super gespannt, was für einen Weg WWE nächstes Jahr geht. Ob das jetzt irgendwie eingeläutet hat, die internationale Pay-Per-View-Ära. Also das, ob sie nächstes Jahr auch zurück sind in Frankreich und Puerto Rico und Deutschland. Dann würde es Sinn machen, hier natürlich die Topstars rauszuholen. Wenn du hier quasi ja nur Gunther und Konsorten rausholst, damit nächstes Jahr in Deutschland diese Tickets wohl nicht so viele mehr kaufen. Ja, bin ich sehr gespannt. Oder ob sie neue Länder noch erforschen. Ich meine, das war schon dieses Jahr ziemlich heftig, wo sie überall waren. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Vor allem im Hinblick auf Netflix und Co. Aber ich glaube, unabhängig davon, Entschuldigung, wenn ich da noch kurz reingrätsch. Ich glaube, die Shows in Deutschland werden immer ausverkauft sein. Immer. Also glaubst wenn du wenn du Gunther und TV Kaiser droppst, du kannst auch New Day hinstellen und die werden funktionieren, ohne Probleme. Wow, okay. Also bin ich mir ganz, ganz sicher, weil New Day, jeder kennt die, die können da ein bisschen stören. Ich glaube auch, dass New Day auf die Karte kommen, ehrlich gesagt. Irgendwie, das ist so ein No-Brainer. Die funktionieren einfach, glaube ich. Und du musst dir ja vorstellen, WWE Deutschland, da sind ja nur 80 Millionen Leute plus. Ja, stimmt. Ein paar gucken davon, lass es da, was ich, wie viel WWE regelmäßig gucken, aber kennen mindestens 1 Million werden WWE kennen, so nach dem Motto. Und wenn du dann eine Show veranstaltest in irgendeiner Großstadt, einmal pro Jahr mit einer Capacity von, was ich, 15.000, kriegst du die immer voll. Also da habe ich auch wieder wahr. Keine das großen Bedenken. Du hast recht, es reicht ja, wenn 1 Million Leute regelmäßig WWE gucken und dann hast eine Show, wo du 15.000 davon brauchst. Ja, eben, das Ding ist im Free-TV, jetzt muss man mal gucken, ProSieben Max zeigt die Pay-Per-Views einen Tag versetzt im Moment. Genau. Wie ist dann nachher mit dem WWE Network, wenn es dann zum 1.1.25 wirklich gecancelt wird, was ja wohl offenbar jetzt beschlossene Sache ist, dann weiß kein Mensch, wo die Pay-Per-Views dann in Deutschland übertragen werden. Vielleicht als Übergangding packt man es dann auch erstmal ins Free-TV. Ne? Und dann hast du nicht nur die Weeklies im Free-TV, dann hast du auch die Pay-Per-Views im Free-TV und dann wird das Produkt schon von selbst wachsen. Ich meine, wenn du es mal guckst in den Medien, Bild ballert ja, Sport 1 ballern ja irgendwie News ohne Ende raus, was WWE angeht. Also WWE pusht den Schrott ja auch. Ne? Also, und das wird immer reichen, um 10.000 bis 15.000 Leute reinzukriegen. Ja, stimmt. Ich hab da einfach zu hoch gedacht. Ich habe irgendwie an ein 60.000-Stadion gedacht und das ist ja unnötig. Das muss auch nicht sein. Nee. Von daher, nee, da hast du vollkommen recht. New Day hast du angesprochen, um hier, also es geht mir hier eigentlich nur um eine Person. Also New Day haben gegen AOP gewonnen und nach über einem Jahr, als er zu Raw gedraftet wurde, Odyssey Jones hat endlich sein Debüt gefeiert und hat New Day ausgeholfen gegen The Final Testament. Also das freut mich für den. Wer weiß, ob da eine Verletzung dahinter stand oder einfach nur keine Creative Ideas, aber freut mich, dass auch dieser Mann endlich sein Debüt feiern konnte. Der Rest, meine Lieben, war jetzt nicht so wichtig. Damage Control vielleicht einfach nur für vollständigkeitshalber sind in der Fehde im Moment mit Sonya Deville, Shayna Baszler und Zoe Stark. Io Sky hat gewonnen. Mit der Hilfe von Kyrie auch und also da passiert zumindest was. Ist ganz nett, dass sie auch Airtime bekommen. Und dann kommen wir eigentlich zum letzten Punkt und ich glaube, das ist auch sehr interessant, die Wyatt Six. Joe Gacy als letzter, der noch sein Video bekommen hat, ja, jetzt nichts großartig Neues, reiht sich eigentlich ein in die anderen Videos und dann Main Event. Die Wyatt Six gegen American Made, Chad Gable, Brutus Creed und Julius Creed. Und hier hat sich zumindest, oder haben sich ein paar Fragen beantworten lassen, was man mit den White Six, wie man es machen könnte. Man hat es für mich, ich nehme es vorweg, eigentlich gut gelöst. Also sie kam heraus mit dem Theme-Song von Bray Wyatt. Und davon haben sich dann Eric Rowan, Dexter Lumis und Joe Gacy als die Teilnehmer des Matches herauskristallisiert. War ein okay Match, 11 Minuten. Also für mich war es dann am Ende,
eigentlich Eric Rowan, wie er lebt und lebt, Dexter Loomis mit interessanter Frisur. Am meisten gefallen hat mir Joe Gacy. Das, was er bei NXT gezeigt hat, hat er mitgenommen oder durfte er mitnehmen. Also der Mann ist wirklich großartig. Und draußen haben sich Uncle Howdy und Nikki Cross sich gemütlich gemacht. Der eine im Stuhl und die andere am Boden im Schneidersitz. Was ich gut fand, sie haben es eigentlich so gelöst, indem man den Hokuspokus rauslässt und sagt, hey, wir sind am Ende eine Wrestling-Promotion und lassen die einfach ohne Maske kämpfen, ohne rotem Licht, ohne übermäßig brutalem Booking wie bei Fiend und lässt sie gewinnen. Dass jetzt Chad Gable und die Alpha Academy, sage ich, und die Creed Brothers darunter leiden müssen, ist natürlich blöd, aber es muss halt irgendwie die Fehde zu Ende gehen oder weitergehen und man muss den Wild Six im Moment die Siege geben. Gable und die Creed Brothers werden sicherlich ihren Weg gehen, dafür sind sie zu gut, finde ich. Aber ich glaube, ich habe zu kompliziert gedacht mit den Wild Six und ich denke, wenn man sie so einsetzt, einfach als Leute, die in ihren Masken die innere Ruhe finden aufgrund der Ereignisse, die sich zugetragen haben mit Luke Harper und Bray Wyatt und dann im Ring einfach eskalieren, finde ich das okay. Ohne blutspuckenden Orten, ohne Alexa, die, keine Ahnung, eine Puppe bei sich trägt, ohne Licht, das von der Halle fällt. Einfach mit creepy Promos. Ich würde die Videotapes einfach mal auch ein bisschen lassen, sondern vielleicht ein bisschen zurück auch auf den Anfang, wo sie die Backstage alles demoliert haben. Dann kann das wunderbar funktionieren. Nicht als, oder zumindest meiner Meinung nach, als Main Event Stable, aber als ein Midcard Stable, das einfach hin und wieder auch ein PLE-Match bekommt. Und wer weiß, wohin das gehen kann. Aber für alle, ähnlich wie für den Judgment Day, ist dieses Stable super wichtig. Und wenn man es schafft, sie wie Judgment Day zu inszenieren, dann werden ein paar es nicht mögen, ein paar werden es mögen, aber das Wichtige ist, in der Triple H-Ära, es ist kein Hokuspokus und man bleibt sich treu und konsequent und vergisst nicht auf Sachen. Und das ist für mich einfach mal auch positiv. Und hier bin ich eigentlich sehr angetan, wie man es gelöst hat. Es ist einfach, wir nehmen die Masken runter und wrestlen ein Six-Man-Tag und das geht für mich absolut in Ordnung. Ja, ich denke auch, die Art und Weise, wie du das jetzt mit den Wyatt Six gemacht hast, ist, glaube ich, die beste ist bei WWE. Ich finde es auch ganz gut, was die Kommentatoren hier gemacht haben. Sie haben gesagt, this is the man who thinks he is Mercy the Buzzard oder sowas. Also, dass sie da wirklich auf die Psycho-Ebene das gemacht haben. Das sind also jetzt ein Haufen von Freaks, alle auch ziemlich an einer Klatsche. Die eine glaubt, sie ist eine Hexe, die andere glaubt, sie ist irgendwie ein Bushard und so ein Schwachsinn eben. So, das ist ja ganz gut. Die sagen nicht, ja, das ist der Geist von Mercy the Buzzard in ihm oder so diesen Schrott, den unter Vince 100 pro gehabt hättest. Dann wäre das Licht auch ausgegangen und all so ein Mist. Das haben wir jetzt nicht und ich finde das auch gut, dass man das auf diese Ebene macht. Es wird immer noch unklar, wie die strafrechtlichen Konsequenzen des Backstage-Gemetzels sind. Okay, ist dann jetzt eben so, aber wenn du es eben so machst, dass das ein Haufen von Freaks sind, die eigentlich in die Klapse gehören, muss man so zu sagen, dann ist das okay. Interessant finde ich, dass sie alle, soweit ich es mitbekommen habe, auch ihre Namen tatsächlich haben. Ja? Also die werden ja auch wirklich, Dexter Loomis wurde als Dexter Loomis bezeichnet und so weiter und so fort. Das heißt, man knüpft, was die Namen angeht, ja ein Stück weit schon an die Vorgeschichte an. Ja, haben sie auch gemacht. Dexter Loomis war ja schon im Main-Roster, hat nur nicht viel gejuckt. Er hat irgendwie, glaube ich, ein, zwei großartige Wochen gehabt. Dann war das mit seinem netten Abwechslungskrimskrams auch durch und dann war er ganz schnell weg vom Fenster, der gute Dexter Loomis. Mit The Miz hatte er da noch was am Laufen gehabt zu Anfang und dann war es vorbei. Also man knüpft da schon an Vergangenes an und man muss da jetzt eben noch ein bisschen erzählen, warum die jetzt der Reihe nach so durchgedreht sind. Das haben sie auch schon, man macht es ja schon mit Onkel Howdy, der mit den Leuten dann gesprochen hat, zuerst mit Bo und dann mit den anderen. Die erzählen dann ja auch was. Joe Gacy ist am Mic überragend, also da bin ich bei dir. Im Ring ist er auch nicht schlecht, das funkt. Aber es darf jetzt nicht dabei
sein Bewenden haben. Ja? Also sie müssen jetzt irgendwie deutlich machen, wen sie an den Kragen wollen, noch deutlicher machen, warum sie das wollen. Und dann müssen sie ein Ziel haben. Ja, also wenn sie immer sagen, wir sind jetzt das Legacy von Bray und so, das ist dann zu wenig auf Dauer. Ja, da muss dann irgendwie der nächste Schritt kommen. Und der nächste Schritt muss sein, dass sie erstmal jetzt so auf eine Art Revenge-Tour sind. Im Sinne des Vermächtnisses von Bray müssen wir uns mit allen anlegen, die mit seinen Werten nicht konform gegangen sind. Und deswegen ist es jetzt der, was weiß ich, Chad Gable, der seine Familie hintergangen hat, das macht man nicht und irgend so ein Mist. Und dann müssen sie als nächstes sich die nächsten Opfer raussuchen und dann müssen sie irgendwann mal auf den Tag-Team-Gürtel versuchen zu gehen. Genau. Viel mehr wird für das Stable aber nicht drin sein. Nee. Das macht aber auch nichts. Die werden relativ schnell durchgereicht werden. Das wird so sein, weil du wirst dich daran irgendwann relativ schnell wohl satt gesehen haben. Und dann ist das eben so. Dann werden es ganz schnell die Freaks von nebenan sein, oder die Gefahr ist da. Im Idealfall läuft es mit dieser Psycho-Ebene ganz gut, je nachdem, wie gut du es erzählst. Ne? Aber ich finde, diese Trial by Fire haben sie wirklich gut gemacht. WWE hat es gut erzählt, WWE hat das Konzept hinter, finde ich, gut gemacht. Und die Worker im Ring haben es auch gut erzählt. Ein bisschen peinlich natürlich wieder solche Sachen wie, keine Ahnung, ich glaube, es war Chad Gable, der geht aus dem Ring, will Backstage gehen, sieht da Bo Dallas im Schaukelstuhl sitzen als Onkel Howdy und kriegt ganz doll Angst und geht wieder zurück. Ja, das ist natürlich Schrott. solche Sachen sind dann eben so kleine Widerhaken, die da eben sind und die kriegst du auch nicht weg, die müssen so sein. Aber alles in allem fand ich sehr, sehr gut gelöst mit den Wyatt Six, da bin ich bei dir. Glaube aber, dass dass der Kern der Zerstörung bereits in dem Debüt angelegt war. Ich weiß nicht, wie ich es am besten sagen soll. Ja. Aber muss nicht, aber es ist mir alles zu sehr Bray Respect Act, muss ich sagen, bis jetzt. Das stimmt. Da muss der nächste Schritt kommen. Sie machen da auch kein Geheimnis draus. Es ist wirklich die Bray Wyatt Legacy, das Bray Wyatt Legacy Stable. Also muss ich sagen, überrascht mich, dass man das so deutlich macht. Ja, es ist ja, macht ja auch Sinn, ja. Also Onkel Howdy hat ja mit den Leuten gesprochen und Bo sagte, ja, Bray war immer alles, so wollte ich auch sein und so. Passt schon. Aber sie wirken jetzt wie der Haufen der übrig gebliebenen Has-Beans sozusagen oder der Wannabes besser gesagt. Das sind ja Wannabes, nicht Has-Beans. Sie waren ja nie was. Du kannst da was draus machen, glaube ich nach wie vor. Ne? Du kannst da einen coolen Tag-Team-Run machen, du kannst, was ich vielleicht sogar eine Fehde mit Damage Control basteln oder what? Also, es schreit sogar nach Damage Control, von wegen Family rausgeschmissen und so. Aber natürlich dann mit Dom wird auch schwierig, das in die Comedy-Ecke dann zu packen. Wobei Dom könnte richtig schön feige weglaufen. Also, ja, mal gucken. Ja, Judgment Day gegen Wyatt Six, warum nicht? Das wären sicherlich ganz ordentliche Six-Man-Tags. Und die Series ist ja auch bald. Stimmt, ja. Also das geht so. Also ich bin damit einverstanden tatsächlich, wenn man das so macht. Ich auch. Ja, das war's, ne? Genau, damit war dann Raw zu Ende. Ich glaube, das hört sich negativer an, als sie war, glaube ich, irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Sie war nicht so schlecht, tatsächlich, Nein. die Ausgabe. Also es passiert was. Ich finde es cool, dass... wir haben ja gemerkt, dass die Shows etwas... Also sie ächzen nach einem Großevent, um die Sachen zu beenden, um Neues aufzubauen. Und Triple H hat das wirklich auch genutzt. Also er hat wirklich einfach quasi das Brot in der Hälfte geschnitten. Und wir haben jetzt frisches, neues Material. Und es tut der Show gut, finde ich. Finde ich auch. Also das war schon in Ordnung, ja, dass du vom SummerSlam Fallout jetzt kommst. Und es ist eben das typische neue WWE-Produkt. Ich finde, es wird immer deutlicher, dass du auf diese Storytelling-Ebene gehst. Man muss auch sagen, dass das Storytelling beim Wrestling da doch natürlich an seine Grenzen auch stößt. Und im Rahmen dessen ist das hier okay. Ja, also bin ich vollkommen bei dir. Ja, das war die erste Ausgabe nach dem SummerSlam. Ich sehe gerade, wir haben unsere 70 Minuten fast schon wieder voll. Dafür, dass wir nur eine Show haben, überraschend doch recht lange geworden. Wir wollen ein, zwei, drei User-Fragen bzw. Grüße aufnehmen. Und da das jetzt so viele
Leute sind, die gerade auch bei YouTube immer schreiben, müssen wir natürlich rauspicken, haben wir ja auch schon gesagt. Und wir werden in erster Linie natürlich die Leute dann rausnehmen, die etwas zum Podcast zu sagen haben und insbesondere Fragen stellen. Ist ja klar, dass wir die dann entsprechend eher nehmen als User. Da freuen wir uns genauso drüber, die dann ihre Kommentare zu den Wrestling-Shows geben. Ist ja auch super und wichtig. Aber da kommt man nicht so richtig in die Interaktion. Ja, deswegen ist ja klar, dass wir dann eher auf die Leute eingehen, die was zum Podcast schreiben. Da haben wir schon die erste Frage auf der Startseite vom User Krematur. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Werden wir jetzt endlich das Segment, das bereits auf X war, bekommen? Paul Heyman trifft Roman Reigns und der Tribal Chief nimmt ihn persönlich als treuen Berater wieder an. Ich denke, das ist No-Brainer. Er muss ihn ja nicht wieder annehmen. Streng genommen war ja Heyman nie außer Dienst, hat ja sich auch gegen Solo behauptet. Ich bin mir sehr sicher, dass wir Heyman an der Seite von Roman bald sehen werden, oder, Chris? Ja, muss auch, muss. Ja. Ich mag Roman, er ist großartig, auch wenn mich das mit dem Theme-Song ärgert, aber er ist vervollständigt mit Paul Heyman und ich glaube, da kann man eine noch bessere Geschichte einfach dadurch erzählen. Deswegen, ich gehe stark davon aus, dass Heyman auch schon diesen Freitag zurückkehrt. Ja, also auf jeden Fall wird er, also Freitag könnte sein, auf jeden Fall zeitnah, das glaube ich tatsächlich auch. Herzliche Grüße an den User Nico. Er meint in Bezug auf unsere SummerSlam-Review, dass man hier und da ja was kritisieren könne, aber eine mittelmäßige bis enttäuschende Show gesehen zu haben, puh, das wisse er ja nicht. Liegt in seinen Augen vielleicht eher an den zu großen Erwartungen und am eigenen Fantasy-Booking. Ja, kann man so sehen. Wir haben viele Zuschriften erhalten, die den SummerSlam großartig fanden. Ich bleibe nach wie vor dabei. Der war als Show, habe ich ja auch gesagt, fand ich ihn echt nicht schlecht. Aber wenn man sich die wrestlerische Qualität anguckt, boah, da war nicht alles Gold, was glänzte. Deswegen sagte ich ja, Mixed Emotions habe ich zu diesem Slam als Show-Inszenierung gut. Storytelling kann man drüber streiten, in vielerlei Hinsicht tatsächlich drüber streiten. Da war vieles gut, vieles geht so. Wrestlerisch finde ich, habe ich nur ein, zwei richtig gute Matches gesehen und ja, also vielen Dank trotzdem für den Kommentar. Wir stehen zu unserer Sichtweise, verstehen aber natürlich, dass man das anders sehen kann. Ins gleiche Horn stößt der User Jerome. Er sagt, schade, sonst konnte ich in vielen Dingen eigentlich mitgehen, was ihr sagt, und meine Meinung selbst dort auch wiederfinden. Diesmal konnte er das allerdings nicht so sehen. Er sagte, wir konnten auch nicht erklären, was wir mittelmäßig an der Show fanden. Da muss ich kurz Veto einreichen oder Kontra geben. Ich finde, wir haben relativ klar erklärt, was und warum wir an der Show mittelmäßig fanden. Das muss man ja nicht teilen. Ja? Also wir verstehen immer, wenn man das anders sieht, da gehen wir immer mit. Oder was heißt, wir gehen mit, wir akzeptieren das immer. Aber ich glaube, Chris und ich haben doch relativ deutlich gemacht, was und warum wir es nicht so gut fanden. Das sagte, glaube ich, auch der User Masch, glaube ich. Der sagte einerseits, Cage Match zum Beispiel fand die Show eher mittelmäßig, in der Tat. Und irgendwer hat noch gesagt, genau, Heiko Mania, der meint auch, dass wir aus seiner Sicht recht gut erklärt haben, warum der Pay-Per-View aus unserer Sicht eher mittelmäßig war. Also falls wir das nicht deutlich rübergebracht haben, ich will jetzt nicht sagen, hör noch mal rein. Ich finde, wir haben es tatsächlich gemacht. Sonst schreib gerne beim nächsten Mal, was wir zu den einzelnen Punkten gesagt haben und wo du meinst, warum das nicht hinreichend war. Dann können wir es vielleicht noch mal ergänzen. Aber ich meine, wie gesagt, wir hätten das begründet. Ob man uns dann folgt, ist ja eine ganz andere Sache. Der Royal Rumbler sagt, grüße euch, hat wie immer Spaß gemacht zuzuhören. Vielen Dank, herzliche Grüße zurück. Seht ihr Priest echt nur in der Midcard? Ich ja, Chris nein, sozusagen. Finde ihn super interessant und eigen. Ja, finde ich auch. Also ein eigener Kerl ist er und dass er was hatte, habe ich ja auch immer gesagt, in der Tat. Royal Rumbler meint, dass Priest in diese Rolle in den letzten Wochen richtig reingewachsen ist als Champ. Mhm. Auch da stimme ich 100% zu. Würde ihn mit Rhea den Judgment Day zerstören lassen und dann Richtung Main Event booken. Ja, warum nicht? Also das könnte passieren. Will ich gar nicht ausschließen.
Er hat ja auch einen Judgment Day jetzt eine Fehde, ne? Also ja, das wäre nicht so gut, oder? Weil dann für die anderen, ja. Dann haben drei Leute keinen Job mehr in der WWE. Das stimmt. Das stimmt. Ja, mal gucken, ne? Also ich weiß nicht, ob Priest. Also er hat sich etabliert. Ich sehe ihn trotzdem auf sich da oben liegt, weil irgendwie der It-Faktor für mich fehlt. Aber meine Güte, was weiß ich? Ja, ich liege ja mit Rollins und mit Cody auch vollkommen falsch. Vielleicht ist tatsächlich noch mehr in Priest, als ich in ihm sehe. Und Royal Rumbler, wer weiß, ja, vielleicht liege ich da ja auch vollkommen falsch. Ne? Also Chris sieht ja eh tatsächlich etwas mehr in ihm als ich. Insofern sind Chris und ich hier etwas geteilt. Letzter Gruß geht raus an Rascarius. Der ist noch ein bisschen kritischer als wir. Er sagt, der Pay-Per-View war in seinen Augen kompletter Mist. Und fand es gut, dass hier nicht alles schön gesprochen wurde. In der Tat. Wir sind eh so ein bisschen überrascht, Chris und ich, dass so viele in den letzten Wochen und Monaten so viele WWE-Fangirls and Boys auf unseren Podcast aufmerksam geworden sind. Denn wer uns schon länger hört, der weiß, dass wir eigentlich immer differenzierende und auch mal kritische Worte finden. Also wir sind nochmal, das haben wir auch schon diverse Male betont, wir sind kein WWE-Fanboy-Podcast. Das sind wir nicht, sind wir nie gewesen und werden wir auch ganz sicher nie werden. Aber wir legen Wert darauf, dass das, was wir sagen, zumindest versuchen zu begründen. Und ob das Leute dann teilen oder nicht, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Aber nochmal, wer hier ein wir finden alles, was WWE macht, toll Podcast erwartet, ja, der wird zwangsläufig enttäuscht werden müssen, weil dafür sind wir dann doch zu differenzieren, glauben wir dabei und finden natürlich auch Sachen, die nicht so gut sind. Ja, das war die Startseite. Herzlichen Dank für die Kommentare. Chris pickt sich mal 2, 3, 4 YouTube-Kommentare raus. Ja, ich habe auch 2 Fragen entdeckt, die wir ein bisschen schon beantwortet haben. Können wir nochmal darauf eingehen. Aber ich grüße einmal den Thorsten. Meister Proper grüße ich. Y2J2K24 und ich habe hier die Fragen, ich habe sie mit einem Like markiert, da muss ich nur runterscrollen, dann haben wir es auch, ja, hier, genau. Wichtig auch, dass das mit dem Hashtag Frage für mich evident gemacht das wurde. Das ist total super, ja. Das ist perfekt, ja, bitte, also bei Fragen unbedingt den Hashtag davor setzen, es hat nichts mit Reichweite zu tun, sondern wirklich fürs Auge ist es leichter. Ja, also es geht ja um dieses Segment. Ist euch auch aufgefallen, dass Seth in relativ normale Klamotten rauskam? Für ihn war es sehr normal eigentlich. Und er war voll fokussiert und ernst, ohne irgendwelche Mätzchen. Jetzt wurde er rausgeschrieben. Fast schon spießig war sein Kleid. Spießig war. Ja, waren keine Vorhänge mehr übrig. Aber ich denke, das war schon irgendein Fingerzeig für seine Rückkehr. Zurück zum ernsteren Rollins und weg vom Paradiesvogel. Paradiesvogel gefällt mir übrigens sehr gut. Würdet ihr das begrüßen? Also er würde es begrüßen, ihr auch. Also bei mir auf jeden Fall. Also ja. wenn er jetzt plötzlich der Architekt wird, habe ich gar kein Problem damit. Er soll einfach, wie damals mit dem Intercontinental Champion, als er Brock Lesnar ersetzen musste, das Roster durchwresteln und kein Paradiesvogel sein, um jetzt seine Worte zu stehlen. Aber ja, es ist aufgefallen, nur ich glaube irgendwie, das war so super random, da. Ja, ich glaube nicht, dass es eine Andeutung war tatsächlich. Ich habe ein bisschen Angst, dass sich nichts ändern wird und er in 2 Wochen wieder da ist und sagt, ja, look at me, Workhorse, ich habe einen kaputten Rücken, kaputtes Knie, aber ich wrestle trotzdem. Also ich bin sehr skeptisch, hoffe aber sehr, dass wir einen Architekt wiederbekommen oder zumindest einfach etwas anderes, weil das hier ist schon sehr mühsam. Hoffe ich auch, befürchte ich aber nicht. Ja, also ich bin auch da eher skeptisch. Die 2. Frage, Juliana, werden wir nicht beantworten können. Was war jetzt eigentlich mit der Hotelkarte von Liv, die Finn Balor einkassiert hat? Das wurde nicht aufgelöst, oder? Nein, also das hat sich, glaube ich, auch erledigt, weil das war noch ein bisschen ein Teil von dem komischen Balor, der ein bisschen in die Comedy-Sequenz eingebucht wurde. Aber man merkt bei Triple H, also er hat das wieder aufgerollt zwischen Priest und Balor von einem Jahr oder einem halben Jahr. Er hat das wieder aufgerollt von Gunther und Orton bei King of the Ring. Vielleicht wird man das auch aufrollen. Also wenn man irgendwie den Judgment Day jetzt in dieser neuen Form etabliert,
wird vielleicht irgendwann sowas auftauchen wie eine Videokassette und dann sieht man irgendwie, wie Liv und Finn anbandeln, um dieses Wort zu nehmen. Und dann kann man ja vielleicht eine Fehde zwischen Finn und Dominik starten. Ob das gut ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber worauf ich hinaus will, Triple H vergisst nicht. Also kann ich mir vorstellen, dass man das noch auflöst. Ja, ich bin auch gespannt, ob und wie man das macht. Vielleicht sagt Liv ja auch, warum soll ich einfachen Spaß haben, wenn ich doppelten Spaß haben kann. Ja, also wir wissen ja nicht, wie man da, also jeder wie er mag. Ja, wir wissen ja nicht, wie die Sexualmoral im Judgment Day so ist. Ja, also dass die alle ein bisschen creepy sind, haben wir ja schon gelernt. Und jetzt, wo der Kindergärtner weg ist, kann es sein, dass da, keine Ahnung, die Mäuse das Tanzen anfangen. Ja, also das wäre zum Beispiel eine Storyline, die mich brennend interessieren würde, muss ich tatsächlich sagen, wie man sowas dann erzählt. Ja, mal sehen. Ja, das war, ja, Genau, hast du noch das war was? Oder? YouTube. Das war Nee, YouTube. das war YouTube, genau. Ich hab noch auf der Startseite haben wir durch auf dem Board, der User Patcher 4746 als Misophoniker, der er ist, bei Chris das Rauschen entfernt. Das ist mir auch aufgefallen. Seit ein paar Wochen, Chris, Es ist bei rauscht. dir ist ein Rauschen im Hintergrund immer. Und das war vorher nicht. Wir müssen mal gucken, ob das bei den Einstellungen irgendwie ist. Wir haben da ja schon mal geguckt, aber haben es nicht machen können, weil dein Mikro ist ja immer noch das Gleiche. Da hat sich Das ja ist nichts dasselbe, getan. ja. Und das ist ja überragend gut, das Mikro eigentlich. Wir müssen mal gucken, ob da irgendwie. Ob wir da beim Geräuschpegel was einstellen Haben können. das auch andere gehört oder Also, ist es nur ich höre es einer? auf jeden Fall immer und wenn Patcher es hört, dann werden es alle hören. Aber die Okay. Frage ist ja berechtigt, ja. Also, haut mal raus, ja. Also, ich nehme es tatsächlich nicht so wahr, weil ich nicht so misophoniker-mäßig drauf bin, vielleicht. Aber es fällt mir auf jeden Fall auf. Und Patcher hat das Rauschen rausgeschnitten und im Board als ungerauschte Ja, Version. dann kann er das ja bei jeder Folge Ja, genau, vielen Dank. machen. Genau. Lieber Patcher, du bist jetzt engagiert. Ja, Schweigen bedeutet hier bei uns Zustimmung. Und wir machen wie Beamten-Mikado, wer sich zuerst bewegt, verliert. Und da er sich nicht bewegt hat, verliert er trotzdem. So, egal. Der User Frozen Eyes, oh, hat sich auch endlich mal wieder gemeldet, sagt, endlich macht mein Weg zur Arbeit wieder Sinn in Bezug auf unseren Podcast. Nachtrag. Er spielt aktiv Fußball und hat Prime tatsächlich in seinen Alltag integriert. Für den Sport ist es doch ganz nett, so ein Nutri-Drink, so nach dem Motto. gibt es bei Edeka und Rewe, sagt er, für 1,99. Also auch etwas günstiger. Rivera möchte wissen, ob es schmeckt. Er hat verschiedene Sorten gesehen und so weiter. Hitman merkt an, alles viel zu chemisch für ihn. Und Gunther M. Hat dann sich bedankt und auf die deutsche Pay-per-view-Übertragung hingewiesen, bei der die deutschen Kommentatoren tatsächlich, was ich so ein bisschen angemerkt hatte, erwähnt haben, dass Braun aus der ersten Niederlage gegen Sami Zayn seine Lehren gezogen hat. Also man versucht es da so ein bisschen storyline-mäßig zu relativieren und zu erklären. Funktioniert für mich immer so semi. Der User mich hier hat große Probleme. Er meint, es war diesmal ein schwieriger Podcast, weil Chris ja zum Spanier zuerst geworden ist. Klammer auf, ist er eh schon ganz lange. Und ich verkaufe meine Seele alles nur für ein paar Kommentare und den Algorithmus. Ja, da kenne ich jetzt nichts, ja. Ich weise hiermit auch auf meinen neuen Patreon-Account hin, wo ihr für kein Content viel Geld mir schicken dürft. Und nee, habe ich noch nicht. Aber komm, habe ich sonst noch was? Paterico hat eine Frage. Er fragt zum Thema Roman Reigns und die Bloodline. Roman ist zurück und wir bekommen jetzt die Fehde, die wir erwartet haben. Reigns gegen die neue Bloodline. Was genau wird kommen? Wie könnte die Fehde genau aussehen? Was erwartet ihr? Was wünscht ihr euch? Wie würde die Storyline aussehen, wenn ihr Booker wärt, damit es die Fehde des Jahres wird? Oh, viele Grüße in einem. Wir haben darüber ja schon philosophiert, lieber Paterico. Und ich weiß nicht, wie man das macht. Ich glaube, es wird ehrlich gesagt sehr schwer. Und ich verweise darauf, was wir schon gesagt haben und halte es deswegen heute etwas kürzer. Es liegt einfach an Solo. Das ist, der ist da nicht, dass er, also ähnlich wie Finn, nicht in die Fehde mit Priest passt. Passt Solo nicht in die Fehde mit Roman. Der ist nicht groß genug für diese Fehde. Und ich weiß nicht, wie man es machen will. Also Jacob Fatu könnte ein
ein Zünglein an der Waage sein. Da haben wir es ja auch mitgekriegt. Es sollte wohl tatsächlich dieses Verletzungsengel in der Form geben, weil man eben nicht Jacob mit Roman sozusagen ins One-on-One stecken wollte. Nun hat sich Jacob aber offenbar beim Work wohl wirklich ein bisschen verletzt. Man muss jetzt mal abwarten, wie schlimm es ist. Also könnte sein, dass Jacob Fatu das Zünglein an der Waage ist, was diese Fehde angeht. Ich wüsste echt nicht, wie ich sie bucken soll, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Grundkomponenten mir zu mauselt. Und deswegen lasse ich es auf mich zukommen. Ich habe tatsächlich keinen Masterplan, was diese Fehde angeht, nicht mal so Fantasy-Booking-mäßig, weil es an der Personalie Solo für mich ein bisschen kritisch wird, Chris. Ich persönlich glaube auch, dass das Potenzial zu schwach ist bei der neuen Bloodline, weil dort ist ja der Vorteil, dass die Usos einfach auch schon ein so großartiges Tag-Team waren und die Zeit haben wir einfach nicht für Tangaloa und Kollege. Und Solo als quasi der Anführer ist dann auch zu schwach. Da bräuchte es dann schon irgendwie Dwayne The Rock Johnson und ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Wobei, gleichwohl, ich aber einverstanden wäre, wenn man vielleicht so einen Rekrutierungsprozess einführt, wo Roman jetzt nicht mit gebrochenem Rückgrat sich Jimmy und Jay und Co. zurückheult, sondern intensiver sagt, okay, schau, das war jetzt nicht so nach Plan, aber die versuchen da irgendwie, möchte gern Bloodline zu machen, zeigen wir ihnen, wo ihr Platz ist und ja, verprügeln sie im Wargames, in unserer Paradedisziplin oder so. Das würde ich kaufen, habe ich Bock drauf, das kann man, das wird ein gutes Match, aber für mich wird daraus keine Story, die man gut erzählen kann. Da bräuchte Solo schon entweder einen Mega-Push à la Bronson Reed irgendwie, wo er Roman total verprügelt und krankenhausreif prügelt. Ob das reicht, weiß ich nicht. Ich persönlich glaube nicht und deswegen erwarte ich nichts allzu Großes, wäre aber einverstanden mit einem ordentlichen Wargames-Match, das einfach ja, die Fehde auch dann relativ bald beendet und Roman geht ja Richtung Titel oder nicht. Eigentlich ist es zu Ende erzählt. Also WWE hat hier definitiv ein Thema vor sich und Cody steht ja irgendwie ohne Gegner da tatsächlich, weil Orton in Berlin, in Oh, bitte Gunthers nicht Heimat. Reigns schon wieder gegen Nee, Cody. das darf man nicht machen. Oh Aber Gott. ich hab fast ein bisschen Angst, um ehrlich zu Ja, sein, es dass man bleibt das ja nicht macht. mehr viel. Es ist ja nichts. Also, du kannst, ehrlich gesagt, bei dem Potenzial kriegst du, also du kannst es machen, aber ich sag mal so, es wird schwierig, Roman gegen Solo bis wenigstens zum Rumble heiß zu halten. Es sei denn, du machst da ein paar coole Storyline-Twists jetzt rein. Ja, wie gesagt, dass Jacob-Faktor wird. Dass du jetzt erstmal ein bisschen Geschichten machst, kriegt Roman seine Gang zurück? Wie kriegt er sie zurück? Wer ist in dieser Gang? So. Das heißt, du erzählst eigentlich gar nicht so die Geschichte Roman gegen Solo, sondern Roman und seine Gang. Das ist für mich auch die deutlich spannendere, ehrlich gesagt. Finde ich auch, ja. Keine Ahnung, du müsstest dann in der Zeit versuchen, Solo irgendwie krass Profil zu geben, was sau schwer ist, weil er voll abgestunken hat gegen Roman. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Roman kommt in den Ring und er hat einen Superman-Punch und ein Spear gemacht und Ende aus Nikolaus. Und Solo konnte nichts dagegen machen, ja, obwohl er ihn hat kommen sehen. Gut, er hat ein Match gegen Cody in den Knochen gehabt, das kannst alles verkaufen, aber Solo hat einen schweren Stand. Das ist schwierig und ja, zur Not muss Jacob den Laden übernehmen und Solo ins zweite Glied rücken. Das ist vielleicht sogar die beste Aber das werden Lösung. sie nicht machen. Nein, glaube ich auch Das nicht. werden sie nicht machen. Und Ja, da ist dann wobei, auch. doch, vielleicht, weil du hast ja, die haben ja bewusst vermieden, Roman gegen Jacob zu stellen. Also das heißt, Stimmt. das machst du ja nicht aus Gag. Ja? Ja. Jacob sollte nicht gegen Roman gehen und Solo hat er abgefrühstückt wie ein Jobber. Das könnte schon so ein kleiner Hint dahingehend sein, dass Jacob derjenige werden könnte, welcher. Mal gucken. Letzter Gruß geht raus an JKL. Er geht mit unserer Analyse zum Beispiel größtenteils mit. Fand Punk gegen Drew noch einen Tick schlechter als wir. Er ist arg erbost, dass Roman Reigns jetzt schon zurückkommt. Hat er keine Urlaubstage mehr? Fragezeichen. Er hätte gerne auch gesehen, dass Solo noch ein bisschen mehr Profil bekommen hat, sieht es aber ähnlich wie ich, dass das eh schwierig geworden wäre mit Solo und dem
Profil. Aber die restlichen drei Mitglieder hätten an Profil noch gewinnen können, meint JKL. Jedenfalls hätte man bis November noch genug Zeit gehabt. Kann man tatsächlich so sehen. Warum denn nicht? Er ist vollkommen bei mir. Das neue Roman Reigns-Theme ist auf gut Deutsch zum Kotzen. Das war eben ein ziemliches Thema, das Roman Reigns-Theme. Manche sagten, der so neu war das doch gar nicht. Das hatte er bei WrestleMania auch schon gehabt. Kann ja, tatsächlich sein. War, glaube ich, auch so. Bei Tag 2 hatte er es. War das bei Tag 2? Nee, bei Tag 2 war doch dieses Orchester, dachte ich. Oder war das bei Tag 1? An irgendeinem Tag hat er auch diesen Chor und Orchester gehabt. Da wurde das das Orchester war ja 39. Sicher? Ich glaube schon. Nochmal. Also ja. Bei irgendeinem hatten sie so einen Chor gehabt und ich meine, das war bei der letzten Review, wo du meintest, da ist viel von dem Theme eigentlich flöten gegangen. Gut, ich weiß nicht, vielleicht war es doch 39, ich prüfe das gleich mal. Vielleicht war es auch bei einer Nacht das Theme, bei der anderen das Orchester, das muss ich nochmal verifizieren. Das kann sein. Ich weiß nur, dass das Theme bei Mania tatsächlich ein variiertes war, bei einem Tag. Und es wird vielleicht sogar schon dieses Theme gewesen sein. Aber ich weiß auch, dass ich es da schon scheiße fand. Also, ja, ich finde das so blöd. Also das ärgert mich wirklich. Ich fand diesen Theme-Song perfekt. Er war überragend. Ja. Es war überragend, wirklich. Aber viele finden natürlich, so viel ist doch gar nicht geändert worden und es ist auch noch verbessert worden. Nein, finde ich überhaupt nicht. Es ist, du kannst etwas, was großartig ist, fast nie verbessern. Du kannst es nur verschlimmbessern. Und ich finde, du hast dem Theme fast alles genommen, was geil war. Es dauert ewig, bis es zum Thema kommt. Viel zu viel Vorgeplänkel im Vorfeld. Und das, was das Theme ausgemacht hat, eben dieses Hauptthema der Musik, das ist vollkommen verrandomt worden irgendwie. Das sticht nicht mehr raus. Aber wie gesagt, da gehen die Geschmäcker auseinander. JKL ist voll bei Chris und mir. Einige andere von euch sehen es besser. Und wir lassen ausdrücklich offen, was hier KI ist und was nicht. Wir wissen es natürlich nicht. Aber damit haben wir diesen Podcast auch beendet. Und wenn ich recht... Chris, wir haben tatsächlich 90 Minuten geschafft. Ich glaube es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Ja, aber das ging relativ entspannt. Wir sagen ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr wieder reingehorcht habt. Der SummerSlam-Podcast ist sehr wohlwollend von euch angenommen worden, was die Klickzahlen angeht. Was Kritik angeht, da sind wir immer sehr gerne für zu haben. Ist klar, wenn ihr es anders seht als wir, finden wir super. Bitte am besten immer begründen, warum und warum wir eurer Meinung nach das falsch sehen oder warum man es anders sehen könnte. Was wir nicht so gerne haben, ist, wenn man sagt, ihr seid scheiße, das ist nicht so gut. Und wenn man einfach nur sagt, WWE ist geil, ohne es zu begründen, das ist genauso blöd. Damit können wir nichts anfangen. Aber ansonsten sind wir über Feedback jeder Art immer sehr, sehr froh, auch eben über Kritik. Dafür herzlichen Dank an euch und Schlussworte aus Wien, dann machen wir einen Deckel drauf. München! Verdammt! Ich bin bald in Wien, ja, also dann aber jetzt noch in München. Ich möchte auch irgendwie Props geben für sehr ordentliche Kommentare, denn erstens, es ist nicht selbstverständlich und B, ob positiv oder negativ, das ist wirklich mir nicht egal, natürlich, positiv ist immer besser, aber ich liebe ja andere Meinungen, weil man dann in eine Diskussion treten kann und ich hoffe, dass die Leute irgendwie nicht glauben, dass uns das irgendwie wehtut oder uns abschreckt. Ganz im Gegenteil, ich finde das immer super spannend, denn es ist unmöglich, dass wir alle einer Meinung sind. Und dieser SummerSlam war ja insbesondere spannend, weil eigentlich genau das passiert ist, was man sich halt vorstellen konnte. Es war logisches Booking und eigentlich eh gut, aber mit etwas schwächeren Wrestling und deswegen hat mich das ja irgendwie auch interessiert. Und ich habe mir schon gedacht, dass das so wirklich 50-50 Meinungen geben wird, weil es eben diese Art von Booking war. Es war einfach logisch und konsequent, was für mich sehr neu ist bei WWE. Von daher vielen, vielen Dank nochmal auch von mir, weil es ist mir wichtig, sowas auch zu loben und bitte weiter. Also ich bin da immer sehr interessiert daran, sowas zu lesen. Das sind sehr schöne Schlussworte, dem habe ich überhaupt nichts zu ergänzen und deswegen machen wir jetzt Schluss, wünschen euch ein schönes Wochenende, freuen uns auf euch die Tage. Ihr wisst ja, entweder Mittwoch, Donnerstag, Freitag, irgendwann wird man dann uns schon finden, wenn man uns denn sucht. Genießt noch ein paar schöne Sommertage, macht es gut, bis denn. Tschüss. Ciao.